Mann, ich spiel Kinder, sag mal ganz recht herzlich hier. Guten Tag. Was machen wir denn hier? You don't know. Jack. Meine Spieler, seid mir ganz recht herzlich hier gegrüßt und willkommen und ich, ne, guten Tag und wir haben, das ist wunderbar. Meine lieben Spielkinder, mein Arbeitskollege hat mir da, ihr seht's da, ne, You Don't Know Jack mitgebracht. Das ist ein super geiles altes Quizspiel. Ich zeige euch das mal, er hat mir sogar die richtig dicke, fette Verpackung mitgebracht. Gucken, könnt ihr das so sehen? Also eine vom Allerfeinsten. Das ist You Don't Know Jack 1 und You Don't Know Jack 2. Das zweite bekomme ich leider nicht ins Laufen. Das erste habe ich geschafft, an Start zu kriegen. Ne? Nur beim zweiten weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Ne? Das zweite ist auch schon in Euro, während das erste in D-Mark noch ist. Also für die ganz jungen Hüpfer bei mir. Ne? D-Mark, das ist das, womit eure Großeltern mal bezahlt haben. Und ich auch noch. Aber ich bin ja auch 136 Jahre alt, ich darf das. Ja, was soll ich sagen? Also, You Don't Know Jack, ich habe das damals gefeiert, gesucht. Man kann das bis zu 4 Spielern spielen, allerdings nur an einem Rechner. Das heißt, es ist leider nicht per Internet zu machen, aber das ist erstmal total egal. Das Spiel ist einfach cool, das Spiel ist Kult, das Spiel ist arschfrech, das Spiel ist böse, das Spiel ist giftig, aber es ist, es macht Spaß. Und ich habe mir überlegt, na, jetzt habe ich das Ding hier rumliegen und da mache ich einfach mal ein paar Folgen, einfach so just for fun. Dann wird auch kein, sagen wir mal, regelmäßiges Let's Play, sondern wenn ich Bock habe, meine Folge rauszuschießen, schieße ich eine raus. Um mein, sagen wir mal, in mühseliger Kleinarbeit, in jahrelang antrainierter Kleinarbeit, mein geballtes Nichtwissen euch zu präsentieren. Denn in 136 Jahren, ne, schafft man sich schon das ein oder andere Wissen an. Das ist das meiste, davon braucht man im Leben nicht. Und das werde ich auch bei You Don't Know Jack sehen. Und, pardon, ich bin immer noch leicht erkältet, ich bitte das nachzusehen. Aber gut, You Don't Know Jack, wir werden das Spiel zocken. Ich werde jetzt im Vorfeld, habe ich ein paar Sachen jetzt gesagt, so muss ich machen, denn das ist wichtig. Und es gibt die Möglichkeit, bei You Don't Know Jack 2 Kategorien zu spielen. Einmal 7 Fragen, einmal 21 Fragen. Ich werde jetzt im nächsten ein paar Folgen aufnehmen, wo wir 7 Fragen spielen. Das kriege ich in knapp einer Viertelstunde hin mit Werbung. Weil am Ende des Quiz kommt immer noch eine Werbung. Und die Werbung dauert knapp 3,5 bis 4 Minuten maximal. Die will ich aber unbedingt laufen lassen, weil die Werbung ist so geil, die ist so abgefahren, grundböse, das will ich einfach drin haben. Ne? Also You Don't Know Jack wäre nicht You Don't Know Jack, wenn die Werbung fehlen würde. Und deswegen machen wir das einfach so. So, pass mal, jetzt habe ich auch, glaube ich, lang genug umgequatscht. Wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Ich hoffe, ich werde mich nicht total blamieren. Ihr wisst, mir ist nicht so peinlich. Insofern egal, einfach mal starten. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich das jetzt hier einmal starte. So, dann geht's auch schon los. Dann werde ich nicht mehr ganz viel quatschen, sondern dann bin ich jetzt, ich sitze jetzt bei, Quiz, Gunter Jauch heißt das ja heute und so, ne? Wer wird und so weiter, aber ich starte jetzt mal, liebe Leute. Und bitte nochmal. 60 Sekunden. Danke. Weiß man schon, wie die heutigen Kandidaten heißen? Ja, ja, ja. Augenblick, ja? Sag mal, hat jemand mein Käsesandwich? Willkommen bei unserer Show. Wie viele Spieler haben wir denn heute hier? Naja, also bis zu 3 Spieler liegen. Ja, ich bin alleine. Hey, so, Sie spielen also mit sich selbst, was? Ah, ja, ja. Okay, bitte. Sorry, tippen Sie bitte Ihren Namen ein. Pardon, ich bin ganz aufgeregt, Freunde. Bitte. Mach mal, Spielkind 45. Ich habe schon diverse Sachen getestet, deswegen ist meine Liste schon voll. Das werdet ihr auch gleich sehen. Okay. Und wollen Sie 7 Fragen spielen oder lieber 21? Hat er meinen Namen jetzt genommen oder nicht? Wir machen 7? Gut, wie Sie wollen. Ja, ja, ja. Okay. Spiegel mir, herkommen. Nicht vergessen, Ihre Taste ist das B. Ja, ja. B wie Busengrabscher. Irgendwas hier im Studio. Echt, jedes Mal frisst mir dieser Idiot von Aufnahmeleiter mein Sandwich weg. Das finde ich nicht in Ordnung. 20 Sekunden. Ich auch nicht. 20 Sekunden. Oh, Scheiße. Okay, wenn Sie die Antwort auf eine Frage wissen, drücken Sie Ihre Spielertaste. Wenn nicht, dann nicht. Wenn Sie die Taste aber gedrückt haben, haben Sie für die Antwort nur ein paar Sekunden Zeit. Okay. Sonst verlieren Sie Geld. Kapische? Kapische. 10 Sekunden. Okay, jetzt. Kapische. 8. Desktop wegblenden. 7. Ja, 6, auf Schwarz 5, blenden. 4. 3. Danke. Okay, wir können. Meine Warzen warten auf dich. Schreiben Sie an http://tamara.wart. Ja.
Sie haben auf alles eine Antwort. Meistens. Dann bist du. You don't know, Jack. Und hier ist sie wieder. Die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Hallo, herzlich willkommen bei You Don't Know Jack. Sitzen Sie bequem? Gut, dann können wir ja loslegen. Okay. Okay, wählen Sie eine Kategorie. Kann der auch Sitz machen? Historische Schmierereien, große Geister, kleine Gehirne. Also in dem kleinen Gehirn, wir nehmen mal das dritte. Oh yeah! Und die Frage läuft unter der Kategorie große Geister und kleine Gehirne. Die wird ein bisschen schwerer und es gibt 3000 Marker dafür. Okay. Stellen Sie sich vor, ein etwas unterbelichteter Theaterbesucher erzählt Ihnen von einem Stück. Ja, da hat einer immer Versuchskaninchen für Ärzte gespielt und seine Alte, die hat ihn mit dem Vorgesetzten beschissen, ja. Und dann hat er sie umgelegt. Und dann war ganz plötzlich Schluss. Was hat der Mann gesehen? Nathan der Weise, der zerbrochene Krug, die Weber oder Wojciech? Boah, ich hab sie alle gesehen, aber es ist meine, das ist der zerbrochene Krug, Nathan der Weise, der zerbrochene Krug, ich geh mal auf den zerbrochenen Krug, ich weiß, egal, Jena, Wojciech. Und hier die richtige Antwort. Ich hab zu spät gedrückt, Wojciech. Ich wollte geschunden, verraten und verkauft. Ich hab's genau nicht. Die Kandidaten, die nicht ins Theater gehen. Ich hab, doch, Wojciech, ich wollte es machen, so fünfmal. Okay, eine Kategorie bitte. Naja, fünfmal ganz steif. Machen wir mal. Du dicke Sei. Die Frage Nummer 2. Und hier die aktuelle Kategorie. Fühl mal ganz steif. Ach, fühl mal, 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Fühl mal, lesen, sind Sie lesen, startbereit? Ja. Hier ist die Frage. Okay. Welcher Mortis erklärt, wieso Tote nach einer gewissen Zeit nicht mehr ganz so biegsam sind? Rigor Mortis, Philipp Mortis, Livor Mortis oder Dolor Mortis? Also ich würde sagen Rigor. Philipp ist eine Zigarettenmarke. Morris und Rigor Mortis. Bevor ich zu spät drücke. Den Wojciech habe ich auch. Also ich geb mir den mal. Dann lassen Sie uns mal die Kategorie wissen. Okay, Mathematik und Sport in hässlichen Hosen. Also Mathematik bin ich gar nicht dafür zu haben. Großindustrie und schlechte Comics. Die heißen Sites im Internet. Ja. Sorry, aber ich kann die Spannung nicht mehr ertragen. Dass wenn man das zu lange braucht, ne, dann wählt er automatisch. Welche hat er jetzt gewählt? Was aktuelle Kategorie, die heißesten Sites im Internet. Die wollten wir ja sowieso. Bei der richtigen Antwort sind 1000 Merker drin. Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Beim Surfen durchs Internet stoßen Sie auf eine Chatline für Seraphim. Wen haben Sie in der Leitung? Ägyptische Netzsurfer, sechsflügelige Engel, orthodoxe Juden oder liebestolle Araber? Seraphim, ich glaube Seraphim, ich mach mal zwei. Sechsflügelige Engel. War richtig cool. Ich bin gar nicht so blöd aussehen. Man hört, es soll dort ziemlich schlüpfrig zugehen. Okay, das ist anzusehen. Sieht irgendwie, also welche hast du Kategorie das? Darf sein? Alte Agenten, alte Autos, frische Milch, wirklich extremer Sex, natürlich. Wir sind hier auf YouTube, wir wollen. Und die Kategorie wäre frische Milch und wirklich extremer Sex. 3000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Okay. Sie haben Ihre Frau in Verdacht, ein Verhältnis mit dem Milchmann zu haben. Als Sie die beiden in flagranti ertappen, stellen Sie aber fest, dass sie in Wirklichkeit ein Verhältnis mit einem Milchner hat. Wer liegt bei Ihrer Frau im Bett? Ein gut aussehender Molkereifachmann, ein kleiner nordischer Vogel, ein 2 Monate altes Schwein oder ein geschlechtsreifer männlicher Fisch? Ich nehme mal den Molkereifachmann. Ich glaube, es ist der Fisch, aber ich nehme mal eins. Ach, geh. War das der Fisch? Leider haben Sie sich nicht dafür entschieden. Was, der Fisch? Ein Milchner ist ein geschlechtsreifes Fischmännchen. Mhm. Tja, da wäre Ihnen der Milchmann doch lieber gewesen. Habe ich recht? Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber wir gucken mal. Coole Sprüche. Eine Kategorie, bitte. Sehr essen, trinken, Tobsucht, Anfälle, Zähne, Fleisch, Kuppel. Wir machen mal coole Sprüche und essende Trinks. Welche Frage ist das? Weil in der 6. Frage, 7. Frage gibt es denn den... Himmel, Herrgott, nochmal. Können wir jetzt weitermachen? Das Problem ist, man... Oh, jetzt wird's lustig. Rhyme-Time. Oh, das kann ich überhaupt nicht, Freunde. Rhyme-Time kann ich gar nicht. Heißt es, mir knackt schlecht im Stroh. Ja. Und die Kategorie für diese Schnick-Schnack-Frage lautet... Zähes Fleisch und gute Laune. Das also, nicht wir fangen mit 5000 Mark an. Okay.
Sie haben 30 Sekunden Zeit, um die Antwort zu erraten. Okay. Aber alle 1,5 Sekunden ziehe ich ein bisschen Geld ab. Mhm. Mit welcher Zeile eines berühmten Volksliedes reimt sich dieses? Oh Gott, Volkslieder kenne ich mir gar nicht. Flo, dein Schwein schmeckt scharf und sehnig. Okay, und hier ein kleiner Tipp. Ein Krösus war der Autor dieser Zeile vermutlich nicht. Flo, dein Schwein schmeckt scharf und sehnig. Tipp Nummer 2. Wenn er auch nicht reich war, so war er zumindest gut drauf. Gut drauf. Boah, das kann ich überhaupt nicht. Das bringt königlich mich. Königlich so. Gut drauf. Königlich. Blähnig, sehnig, killig, krinnig, minnig, willig. Oh je, jetzt werden sie sich gleich in den Kopf fassen. Das war nämlich wirklich leicht. Ich kann's Musik! Nicht. Flo, das Wein schmeckt scharf und zähnig und die Soße ist auch nicht cremig. Froh zu sein bedeutet, bedarf es wenig. Froh zu sein bedarf es wenig. Ja. Also seien Sie froh, Sie haben immer noch genauso wenig wie vor dieser ja, Frage. Ja, ich hab schon null. Das war eine super Runde. Unterhand, wählen, bitte. Ballen, weit aufmachen bitte. Sag zum Abschied leise, arg, wir machen mal 3. Jetzt kommt, glaube ich, Jack Attack. Jetzt kommt 6. In der 7. kommt Jack Attack. Das werde ich und dann mal sehen, was das ist, okay? Sag zum Abschied leise, ah! Für die richtige Antwort gibt es 2000 Mark. Okay. Und hier ist die Frage. Sie wollen allem ein Ende machen und von einem Turm springen. Welches der folgenden Bauwerke lässt Ihnen am meisten Zeit, Ihre Entscheidung zu bereuen? Der Eiffelturm, der Stuttgarter Fernsehturm, der Sears Tower in Chicago oder der Sendemast bei Garbin in Polen? Das der Sears Tower in Chicago, das war zeitweise das höchste Gebäude der Welt, ist es aber nicht mehr. 443 Meter. Schön hoch, aber ich gebe zu bedenken, die Anreise ist sehr kostspielig. Wenn es die letzte Reise ist, was? Gebildetere Lebensmüde hätten es sofort gewusst. Was? Der Sendemast bei Garbin in Polen. 646 Meter. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, wieso man mit solchen Bildungslücken unbedingt You Don't Know Jack spielen musste. Ja, wahrscheinlich. Das ist so gut, dass mir nichts zu peinlich ist. Hilfe, ich glaube, mir fehlt was. Alles zu seiner Zeit. Sag mal, was hast denn du denn da? Das ist alles zu seiner Zeit. Jetzt kommt Jack Attack. Ich weiß es nicht. Jack Attack ist krass. Ich habe immer noch null. Nichts gewonnen, nichts verloren. Jetzt können wir mal gucken, ob ich das so bleibt. Danach gibt's einen Werb. Jack Attack. Abteilung Jack Attack. Wenn Sie auf dem Bildschirm zwei Worte sehen, die zusammenpassen, drücken Sie Ihren Buchstaben. Wenn Sie richtig liegen, zahle ich Ihnen 2000 Mark. Wenn Sie falsch liegen, ziehe ich Ihnen 2000 ab. Und merken Sie sich. Manche Begriffe ergeben nur scheinbar ein Paar. Das Wortpaar muss aber zu diesem Fingerzeig passen. Alles zu seiner Zeit. Okay. Robin Hood. Österreich? 50er Jahre? Jahrtausend? Mittelalter? Oh Gott, Mittelalter, das ist um... Sissi, ach die Sissi. Ha. Jahrtausend? 70er Jahre? 19. Jahrhundert. Mhm. Buck Rogers. Oh Gott. Irgendwann in Österreich wahrscheinlich in 25 Jahre. Hammerball, Freunde. Saturday Night Fever, das waren die 70er. Night Fever. Ba. 50er? Barock? 70er! Asterix. 50 vor Christus. Conan, der Barbar. Ach du Scheiße, wann war das denn? Steinzeit. Stimmt sogar. Mein lieber Schwan, Sie haben ja tierisch abgeräumt. Und hier ist das Endergebnis. Und das war's. 12.000 haben oder nicht haben. Wow. Reifeleistung. Wollen Sie sich kurz hinlegen? Muss doch anstrengend gewesen sein. Ich sag Ihnen was. Jetzt ruhen Sie sich ein bisschen aus und dann sehen wir mal, was wirklich in Ihnen steckt. Okay. Beim nächsten Mal in... You don't know Jack! Okay, wunderbar, Leute. War eine gute Show. Yeah. Cookie, wie sieht's mit den Kandidaten aus? Gut. Guter Schuss, Sie haben jemanden von der Highschool-Liste geputzt.
Falls Sie das ausreichend motiviert hat, noch ein Spiel zu spielen, sagen Sie mir Bescheid, ja? Dann gibt's noch meine schweinisch guten Bauchschwartenkopf mit echten Borsten dran und viel schlapprigem Bindegewebe. Da seht ihr meine Highscore. Aber nicht vergessen, und Oinkis Fleischkäse schmecken am besten in echter Oinki-Schweinemilch direkt von meiner Mutti. Oinkis werkliche Frühstücksmüsli für einen sauguten Start in den Tag. Susi, siehst du den süßen Typen da hinter mir? Ich glaube, der guckt mir die ganze Zeit auf meinen Hintern. Also nimm's mir nicht übel, aber das glaube ich eher nicht. Ach komm, Susi, du bist doch bloß eifersüchtig. Nein, überhaupt nicht. Ich meine damit nur, naja, Gabi, was ich meine, du hast keinen Hintern. Unterentwickelte, flache Hinterbacken? Das muss nicht sein. Monstropo hilft Ihnen da, wo die Natur Sie im Stich gelassen hat. Monstropo wirkt einfach und ist einfach anzuwenden. Vor dem Zubettgehen eine Handvoll Monstropo Aktivschwellcreme auf den Pobacken verteilen, kurz einwirken lassen, dann etwas Wasser zugeben, fertig. Während Sie selig schlummern, leistet Monstropo ganze Arbeit. Und schon am nächsten Morgen haben Sie ein Hinterteil, das die ganze Familie erfreut. Und nicht nur ihre Familie, auch ihre Freundinnen werden beeindruckt sein. Morgen, Susi. Gabi? Wow, mein Gott, was für ein Hintern. Das reinste Wunder. Nein, kein Wunder, Susi. Monstropo. Also, Gabi, ich kann nur sagen, du hast das Beste hinter dir. Für eine alleinstehende Mutter ist es schwierig, einen Job zu finden, der sich mit der Mutterschaft vereinbaren lässt. Aber die Leute von Nestlemann haben mir geholfen. Nestlemann präsentiert Mamas Stolz. Menschliche Muttermilch von glücklichen Müttern. Ich arbeite gern bei Mamas Stolz, weil ich hier das Gefühl habe, wirklich etwas für die Menschen zu tun. Jeder Käufer von Mamas Stolz ist für mich wie ein eigenes Baby. Wir bieten gute Produkte und gute Jobs für Frauen wie Hiltrud. Und das kommt Ihnen zugute. Mamas Stolz Muttermilch ist natürlich und gesund. Und ich brauche mir keine Gedanken zu machen, ob ich sie meinem Kind geben kann. Denn ich weiß ja, wo sie herkommt. Aus meinem eigenen Körper. Mamas Stolz. Frische, menschliche Muttermilch von glücklichen Müttern. Guten Tag, ich bin Dr. Harald Hering. Ich bin der Direktor des Hering-Instituts. Ich möchte Sie heute daran erinnern, dass die nächste Grippewelle ganz bestimmt kommt. Und dann werden wieder Tausende von Menschen Ihre Hilfe brauchen und Ihren Speichel. Im Namen der diesjährigen Speichelspendenaktion bitte ich Sie, spenden Sie frühzeitig und spenden Sie großzügig. Nur wenige wissen, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, ausreichend eigenen Speichel zu produzieren. Für Sie ist ein gesunder, feuchter Auswurf beim Husten nur ein schöner Traum. Aber mit Ihrer Hilfe kann genügend freudespendender, reinigender Speichel gesammelt und an diejenigen verteilt werden, die ihn brauchen. Wir sind eine private Initiative. Wir brauchen Sie. Darum bitte, spenden auch Sie Speichel. Informationen über unsere Speichelspendenaktion erhalten Sie unter http://www.hering.speichel. Spucken auch Sie für das Glück Ihres Nächsten. Hallo, ich bin Gloria von Hohenross und ich möchte dich um deine Hilfe bitten. Die Welt ist voll von reichen und schönen Leuten, die im Geld schwimmen und die jetzt deine Unterstützung brauchen. Hunderte von Millionären suchen jemanden, der ihnen das Gefühl gibt, trotz ihrer Villen und Yachten vollwertige, nützliche Menschen zu sein. Diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Bist du ein Kind der dritten Welt? Bist du arm, krank oder lebst im Elend? Möchtest du deinen reichen Brüdern und Schwestern in Europa eine große Freude machen? Dann schick ein Bild von dir, auf dem du möglichst ausgemergelt, hungrig und heruntergerissen aussiehst. Das Tolle daran ist, du musst es nicht umsonst tun. Bei Gefallen erhältst du vierteljährlich Rückpost von deinem Millionärspaten. Geschrieben auf Briefpapier, das so teuer ist, dass du dir 5 Bambusmatten oder sowas davon kaufen könntest. Also, schick dein Bild noch heute. Zerrissene Kleidung und Wasserbauch wären toll, aber ein verzweifelter Blick und Fliegen, die über dein Gesicht krabbeln, tun es auch. Schreib an das Millionärshilfswerk in Saint-Tropez, Côte d'Azur. So, da spenden wir es mal ein bisschen Speichel. So, ihr seht auch meine Liste. Archibald, ist, wenn man bei dem Spiel nicht schnell genug reagiert, ne, verballert der einem immer irgendwelche Sachen. Ne? Ich habe meinen Namen nicht schnell genug eingegeben, hieß ich Archibald. Ne? Ihr seht, Guybrush ist Streetput, steht auf dem zweiten. Karotte, Blödmann, Hey Joe, No Name, Spielkind 45, Shit, Spielkind 5 und Heim Blödner. Also, das ist schon alles eine ganz coole Sache. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat. Ne? Also, ich finde das Spiel echt cool und ich, jetzt habe ich im Vorfeld, weil es die erste Folge war, mal ein bisschen ne, drumherum gequatscht. Ne? Aber wer davon mehr sehen will, ne, schreibt es auch einfach mal in die Kommentare. Wobei ich drohe jetzt schon mal an, es wird mehr kommen. Ne? Und es macht mir auch sehr viel Spaß und ich präsentiere ja gerne mein geballtes Nichtwissen. Das hatte ich ja schon in etlichen Let's Plays demonstriert und jetzt hier ist das auf jeden Fall in perfekter Vollendung möglich. Mal im Spiel gehen, dann sage ich jetzt mal ne, mit You Don't Know Jack, ne?
In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt You Don't Know Jack. Sagt euer Spiegel 45.